die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir haben alles da, was wir brauchen. Die Trainingseinheiten sind intensiv, aber ich glaube, es ist sehr, sehr gut. Und die Vorbereitung bis jetzt ist sehr gut aufs erste Spiel. Ein bisschen schwere Beine, wenn wir richtig Gas gegeben haben, aber die Rahmenbedingungen sind super und die Einheiten waren gut. Es sind jetzt auch die letzten Spieler dazu gestoßen und ja, jetzt kann der Feinschliff für die letzten zwei Tage auf Russland hingehend anfangen. Der Trainer verlangt natürlich viel von uns und erwartet viel von uns, deswegen ist es sehr anstrengend im Training. Ähnlich wie in den letzten drei Länderspielen, alles das, was uns jetzt der neue Trainer mitgegeben hat, auch die taktische Variabilität, die wir jetzt mittlerweile an den Tag legen, ist sehr gut und wird auch entscheidend sein, ob wir dann da gegen einen wirklich guten Gegner reagieren können, eventuell auch geduldig sein können und eben auch dagegenhalten können.